Ein herzliches Hallo von mir an euch. Ich habe ein Déjà-vu. Wer die Folge vom Donnerstag gesehen hat, der wird merken, hey, auf der Map waren wir doch erst. Oh, wie fies ist das denn? Guck mal, David spielt mit kein Gejammer. Und deshalb ist die ganze Zeit Tanata aktiv. Wow. Das wird ja richtig doof. Hier, also ein Killer-Perk ist Tanata. Damit wir das schon mal wissen. Ich habe übrigens innere Kraft dabei. Also ich kann mich in Schränken heilen. Und damit ich die Totems finde, was auf der Map vielleicht gar nicht so doof ist, habe ich Depps Verdacht mit. Sobald ein Generator irgendwo angeht, zeigt es mir in einem gewissen Radius Truhen, Totems und so weiter. Vielleicht ist es ganz hilfreich auf der Map. So, habe einen getankt. Vielleicht heilt er mich direkt. Ich sehe keine Totems in der Nähe. Da hinten war eine Truhe. Ich glaube, ich gehe mir die holen. Da ist ein Totem. Da müssen wir hin. Jetzt hat er einen Koffer abgestellt. Dann haben wir auf jeden Fall eine Heilung für uns. Wir haben eine Taschenlampe. Wenn sie Fallen malt, können wir die rein theoretisch wegmachen. Wir müssen mal probieren. Ich habe das irgendwie noch nie so richtig hinbekommen. Im Ernst jetzt? Aber ich muss jetzt. Na, egal. Sie hat lautlose Fallen. Wow. Wie doof. Warum campt sie denn dann sogar noch rum? Danke, Klüdi, fürs Opfern. Ich muss mal kurz in den Schrank. Ah.
Ein Generator fehlt uns jetzt noch. Ich weiß auch nicht, ob die am Ende noch Nöte dabei hat, ne? Dort hinten waren noch einige Totems. Wir brauchen Generatoren. Ui. Ist ich ob hier im Mittelgang? So, ich kann dich nicht heilen. Ich möchte nicht riskieren, nochmal zu hängen. Dann kämpft sie wieder rum und am Ende geht noch einer drauf. Hier ist ein Generator. Hier ist ein Totem. Sie läuft die Generatoren ab. Ich habe, glaube ich, eine Falle ausgelöst oder hat sie eine gemalt? Sie wird jetzt an den Generatoren ihre Fallen malen. Okay. Wir können uns nicht mehr selbst heilen. Wir haben keinen Totem mehr. Lass uns dort hinten das Totem holen. Sicher, sicher. So, ein Ausgang war dort. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo der andere war. Uiuiuiui. Ich bin sehr konzentriert die Runde, muss ich zugeben. Ich habe das Gefühl, ich erzähle nicht viele sinnvolle Sachen. Aber... Gut. Hä, war hier nicht ein Ausgang? Mich verguckt? Da ist ein Ausgang. Ist das der, der offen ist? I hope so. Oh, sind beide offen, anscheinend. Weil sie hätte ja hier sein müssen. Sie hat den einen ja in den Ausgang geschlagen. Hier, vielleicht ist David auf der Luke. Ja! Ich hatte zwischendurch ein sehr komisches Gefühl, als sie dort hinten gekämpft hat und ich mich vom Haken habe wegziehen lassen und dann lag Clödi auch noch und... Aber? Wir sind rausgekommen. Ich habe 9000 Punkte hatte ich nur. Naja, egal. Ich bin rausgekommen. Das zählt. Und es war echt so ungünstig, dass David kein Gejammer dabei hatte und dadurch der Killer die ganze Zeit Tanata aktiv hatte. Wir hatten keine einzige Sekunde, wo wir in normaler Geschwindigkeit repariert, geheilt, was auch immer haben. Franklins hatte sie auch noch mit Nurses Calling und Barbecue. Dafür haben wir es ganz gut hinbekommen, muss ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, bis ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.